gonna wrap you up tight. Gonna play with the braids that you came here with tonight. I'm gonna hold your face and toast the snow that fell. Because friends don't. Entschuldigen Sie. Der Mann, der da gerade mit dem Auto vorgefahren ist, wissen Sie, wer das ist? Ach, der Proske. Hanno Proske. Kennen Sie den näher? Den kennt ja keiner so genau. Wissen die Geier, was der in seiner Werkstatt so treibt. Wissen Sie zufällig, was der beruflich macht? Angeblich war er mal bei der Polizei, bis sie ihn rausgeschmissen haben. Jetzt ist er so eine Art Privatermittler. Mehr weiß ich nicht. Vielen Dank. Okay, schönen gerne. Tag noch. Wiederschauen. Hallo, Herr Proske. Na? Warten Sie wieder auf neue Daten von einer Ihrer Wanzen, die Sie in den Wohnungen ahnungsloser Leute verstecken? Also ein Bulle bist du nicht. Das sehe ich. Dafür fehlt dir der Stallgeruch. Also, mit wem habe ich die Ehre? Simone Dahlmann. Ich bin die Rechtsanwältin von Lara Weidner. Na? Klingelt da was? Die Privaträume der Familie Weidner dürften Ihnen ja vom Verstecken der Wanze dort bestens bekannt sein. Übrigens, für das Schießeisen da braucht man eine Lizenz. Das ist mir als Ex-Polizeibeamter sehr wohl bekannt. Ich darf die Waffe führen. Bierchen gefällig, wo Sie schon mal hier sind, Frau Dahlmann? Nein, danke. Ich brauche auch nur eine kurze Info und dann bin ich wieder weg. Wer hat Sie beauftragt, Mitarbeiterin der Firma Courtois Metalle zu bewachen? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich hier meine Auftraggeber nenne. Das wäre total unprofessionell. Kommen Sie, Herr Proske, es liegt doch auf der Hand, wer Sie dafür bezahlt. Ich hätte es nur gern von Ihnen gehört. Eins muss ich Ihnen lassen. Es hat noch nie jemand geschafft, mir hier zu meiner Werkstatt zu folgen. Ich bin wohl etwas eingerostet. Sollte öfter mal in den Rückspiegel schauen. Haben Sie denn schon etwas gefunden, etwas Belastendes, womit Sie Sandra Bieler unter Druck setzen können? Hat sie vielleicht ihren Plastikmüll in die falsche Mülltonne geworfen? Oder hat sie heimlich auf dem Balkon geraucht? Haben Sie ein paar nette Fotos geschossen? Hören Sie mal, Frau Dahlmann, Sie machen Ihren Job und ich mache meinen. Achim, glaub mir doch endlich, das mit Rolf war kein Date. Mensch, mir geht's hier gar nicht um Rolf. Mir geht's einfach darum, kann ich hier noch eine E-Mail schreiben, ohne dass irgendeiner mitliest? Oder kann ich hier telefonieren, ohne dass einer mithört? Das verstehe ich ja alles, aber da kann ich doch nichts dafür. Mein Chef will mich fertig machen. Warum sollte er das denn tun? Was hat er denn gegen dich? Ja, vielleicht glaubt er ja wirklich, ich hätte Daten geklaut und weitergegeben. Mein Gott, ey. Und deswegen lässt er dich heimlich bei einem Date fotografieren. Mann, das ergibt doch gar keinen Sinn. Er ist ja überzeugt davon, Rolf wäre eine Art Kontaktmann der Konkurrenz. Kann sein, dass es einen Leck in der Firma gibt. Aber das bin nicht ich. Das musst du mir glauben. Wer weiß, wer jetzt gerade zuhört, währenddessen wir uns jetzt hier streiten. Herzlichen Glückwunsch, Herr Bachmeier. Sie haben gewonnen. Ich zieh aus. Achim, hör auf damit und bleib bitte hier. Wahrscheinlich hat er mich auch schon angezeigt. Nur weil ich vor 3 Wochen mal an einem Joint gezogen habe. Ich bin weg. Auf Wiedersehen. Ich gebe hier keine Auftraggeber preis. Mir nicht, aber vielleicht der Staatsanwaltschaft? Die Staatsanwaltschaft braucht Beweise und die hat sie nicht. Möchten Sie nicht doch noch ein Bierchen? Nein, danke, immer noch nicht. Ich habe gleich noch eine Verabredung mit Herrn Bachmeier, Ingo Bachmeier. Sollte mir der Herr bekannt sein? Kommen Sie, Herr Proske, tun Sie doch nicht so. Und lassen Sie meine Mandantin in Ruhe. In der Familie haben Sie schon genug angerichtet. €20.000, sind Sie wahnsinnig? Nach 8 Jahren Betriebszugehörigkeit ist das doch wohl eine moderate Abfindung. Oder Sie zahlen die monatlichen Bezüge weiter bis zum Ende der ordentlichen Kündigungsfrist. Dann sind wir ungefähr bei demselben Betrag. Nein, das könnte ich nämlich niemals vor dem Eigentümer der Firma rechtfertigen. Gut, dann ziehen Sie die Kündigung zurück und stellen den guten Ruf meiner Mandantin wieder her. Frau Weidner wäre bereit, zurückzukommen. Ich sag Ihnen mal, was Frau Weidner bekommt. Null, nada, gar nichts. Denn die fristlose Kündigung ist durch das gegen Sie anhängige Strafverfahren begründet. Gut, dann werden wir das wohl vor dem Arbeitsgericht klären müssen. Frau Weidner soll sich gut überlegen, ob sie arbeitsrechtlich gegen mich vorgeht. Das könnte nämlich noch böse Konsequenzen für Sie haben. Ach ja? Welche denn? Das wird sie dann schon sehen. Ich werde doch jetzt hier nicht meine Karten aufdecken. Ich habe übrigens gestern Herrn Proske kennengelernt. Netter Kerl, aber es gibt durchaus bessere Privatermittler. Da haben Sie wohl am falschen Ende gespart, wie? Proske? Nie gehört. Privatermittler? Pff,
Wovon reden Sie? Sagt Ihnen dieses Foto etwas? Wissen Sie vielleicht, wer das Foto gemacht hat? Nein, keine Ahnung. Das habe ich mir schon gedacht, dass Sie damit nichts zu tun haben. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Dahlmann. Guten Tag. Sie habe ich ja vorhin noch gar nicht hier gesehen. Guten Tag, Steffen Kohler, mein Name. Simone Dahlmann, sind Sie neu hier? Ja, die Stelle hier ist frei geworden und ich bringe ein bisschen Struktur in die Abteilung. Es ist ja schnell gegangen. Konnten Sie sich denn so schnell einarbeiten? Ich meine, Ihre Vorgängerin, die kannte ja alle Abläufe und Kunden aus dem FF. Ich bin gerade dabei, mich in die laufenden Projekte einzuarbeiten. Es ist zwar nicht dasselbe, was ich davor gemacht habe, aber es geht in die Richtung. Was war das? Ich war Verkäufer in einem Skaterladen. Aber hier geht es schließlich auch nur ums Verkaufen. Von hochspezialisierten handwerklichen Dienstleistungen. Also ich meine, da muss man sich schon ein bisschen auskennen. Wie sind Sie denn eigentlich an den Posten gekommen? Gab es da eine Stellenausschreibung? Ja, nein, jetzt nicht direkt. Ich glaube, Frau Dahlmann wollte gerade gehen. Danke, ich finde allein raus. Wiedersehen. Wiedersehen. Wie konnte Ingo Bachmeier die Stelle so schnell wieder neu besetzen? Und warum stellt er jemanden ein, der bei Weitem nicht dieselbe Qualifikation zu haben scheint wie Lara Weidner? Ich glaube, Ingo Bachmeier hat das Ganze schon länger geplant und suchte nur nach einem Grund, meine Mandantin loszuwerden. Dazu musste er ihr irgendetwas anhängen, um sie sofort aus dem Arbeitsverhältnis zu drängen. Aber wieso das Ganze? Ich frage mich, ob es für die Stelle ein Bewerbungsverfahren gab. Aber hier redet ja niemand mehr mit mir. Ingo Bachmeier hat alle unter Kontrolle. Da drin herrscht die nackte Angst. Und, was hast du in Mathe auf? Heute gar nichts. Ehrlich? Du hast schon einen Verweis wegen Schularbeiten, junger Mann. Gut, dann pack mal zusammen. Wann kommt eigentlich Papa nach Hause? Der hat im Moment viel zu tun. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ihr euch gestritten habt und ich weiß auch, dass du deinen Job verloren hast. Ja, das stimmt. Aber ich halte zu dir. Du kannst dich auf mich verlassen. Danke. Du bist mein Held. Weidner? Hallo, Frau Weidner, Dahlmann hier. Sagen Sie mal, sagt Ihnen der Name Steffen Kohler etwas? Nein, wer soll das sein? Das ist Ihr Nachfolger in der Firma. Okay, der muss dann aber ganz neu in der Firma sein. Ja, und ein Bewerbungsverfahren hat es wohl auch nicht gegeben. Das geht nicht so schnell. Deshalb schätze ich mal, dass Ihr Chef diesen Steffen Kohler schon länger kennt. Garantiert, sonst hätte er den Mann nicht eingestellt. Und schon gar nicht für die Kundenkontakte. Aber das kann mir jetzt eigentlich auch egal sein. Nicht ganz. Mir geht es um die Frage, warum suchte Ihr Chef nach Informationen, die Ihnen schaden? Warum wollte er Sie entlassen? Bestimmt nicht, weil Sie schlechte Arbeit geleistet haben. Es muss einen anderen Grund geben. Ja, vielleicht hat dieser Steffen Kohler an irgendeiner Super-Uni studiert und einen Doktortitel in Physik? Das denke ich nicht. Dann wäre er wohl vorher kaum Verkäufer in einem kleinen Skaterladen gewesen. Seltsam. Sagen Sie mal, kennen Sie Sportgeschäfte für Skater? Dann würde ich mich da mal umhören. Nach diesem Steffen Kohler. In der Stadt gibt es nur zwei. Einmal in der Osterstraße und am Goetheplatz. Das hilft mir weiter. Danke, Benny. Super. Bis später, Frau Weidner. Bis später. Hey, kannst du mir kurz helfen? Nee, du, sorry. Ich muss noch das Angebot schreiben für Herrn Bachmeier fertig machen. Cotoir Metallbau Kohler, guten Tag. Nein, Frau Weidner hat das Unternehmen bereits verlassen. Genau, ich bin der neue Ansprechpartner. Moment, ich muss eben kurz nachschauen. Augenblick, ich reiche es an meine Mitarbeiterin weiter. Die kann sicher weiterhelfen. Wenn du jetzt gehst... Du wolltest Laras Job, also mach ihn. Moment, ich bin gleich wieder für Sie da. Ja,
Ich war gerade in dem Skaterladen und habe erfahren, mit welcher Qualifikation Steffen Kohler ihren Job bekommen hat, Frau Weidner. Der brauchte gar keine Qualifikation. Es ist der Schwager von Herrn Bachmeier. Hallo. Natürlich ist es nicht verboten, jemanden einzustellen, mit dem man verwandt oder verschwägert ist. Aber es bestätigt mich doch in meinem Verdacht. Ingo Bachmeier ging es gar nicht um den Verrat von Betriebsgeheimnissen. Dem ging es einzig und allein darum, sie loszuwerden. Ja, okay, bis später. Hallo, Herr Niebler. Ja, hallo, Frau Dahlmann. Nimmst du das kurz mit? Ich freue mich auf neue Informationen. Ja, das Mikrofon, das wir im Wohnzimmer Ihrer Mandantin gefunden haben, funktioniert als Sender. Den Empfänger dazu können wir hoffentlich anhand der IP-Adresse ermitteln. Ich glaube, ich weiß schon, wer hinter dieser IP-Adresse steckt. Es handelt sich um einen Mann namens Hanno Proske. Der ist Privatermittler und hat sein technisches Equipment in einer kleinen Werkstatt in der Pforststraße. Und wie kommen Sie darauf, dass genau er unser Mann ist? Der gute Mann hat sich schon ein neues Opfer gesucht. Sandra Bieler, eine Kollegin meiner Mandantin. Er ist ihr vom Firmengelände aus gefolgt und ich bin ihm gefolgt. Alle Achtung, Frau Anwältin. Dieser Proske ist genau der Typ, den Ingo Bachmeier beauftragen würde, um seine Mitarbeiter auszuspionieren. Sie müssen den schnappen, bevor der noch mehr anrichtet. Besorgen Sie sich einen Durchsuchungsbeschluss für die Werkstatt. Wie soll das die Staatsanwaltschaft dann bitte begründen? Sollen Sie sagen, ja, da gibt es eine nette Anwältin, die meint, dass Herr Proske in seiner Freizeit gerne Leute belauscht? Man müsste beweisen können, dass dieser Proske vom Chef meiner Mandantin, diesem Ingo Bachmeier, beauftragt worden ist. Wenn das wirklich stimmt, was Sie sagen, dann werden die beiden alles daran geben, dass man nicht herausfindet, dass sie in Verbindung zueinander stehen. Sie können ruhig hingehen. Hallo, Frau Bieler. Bitte? Sie sind auch fristlos gekündigt worden? Ja, da müssen Sie gegen vorgehen. Warum haben Sie Angst vor Herrn Bachmeier? Ja, was hat er denn gegen Sie in der Hand? Ja, sicher, wir können uns treffen. Dann schicken Sie mir eine SMS, wo ich hinkommen soll. Ja? Bis später. Sie haben es ja gehört, der Mann geht über Leichen. Ja, genau, das Foto. Das Foto, das wir weitergeleitet haben, können Sie sich noch erinnern, mit Frau Weidner und dem Mann eng umschlungen? Ja, Photoshop lässt grüßen. Das waren zwei Fotos, die nachträglich zusammengesetzt wurden. Oh schön, dann werde ich das jetzt mal Herrn und Frau Weidner berichten. Danke. Tschüss. Ja, Wiedersehen. Jetzt soll also auch Sandra Bieler ihren Hut nehmen. Und auch sie wurde wahrscheinlich im Auftrag ihres Chefs ausspioniert. Sonst hätte Ingo Bachmeier ihr kaum mit belastenden Informationen gedroht. Vielleicht komme ich über Frau Bieler an die Möglichkeit, Ingo Bachmeier das illegale Beobachten von Mitarbeitern nachzuweisen. Da muss ich wohl zum Beobachter des Beobachters werden. Sie haben freiwillig einen Aufhebungsvertrag für Ihr Arbeitsverhältnis unterschrieben. Warum verzichten Sie auf Ihre Rechte? Ja, der Bachmeier hat mich dazu gezwungen. Das kann er nicht. Na ja, wissen Sie, ich habe da so eine Marotte. Ich gehe gern Poker spielen und es macht mir einfach Spaß. Ja, aber das ist ja auch nicht generell verboten. Ja, doch, wir spielen in einer öffentlichen Kneipe und manchmal um hohe Summen. Und der Bachmeier hat Fotos von mir, wie ich am Spieltisch sitze. Das könnte tatsächlich ein Problem darstellen. Vor allem für den Inhaber der Kneipe, wenn er keine Konzession besitzt. Herr Bachmeier darf sein Wissen nicht dazu verwenden, Sie zu irgendwas zu zwingen. Ja, er sagt, er weiß noch ganz andere Dinge über mich. Wie gesagt, Frau Bieler, diese Drohungen sind illegal und ich bin gerne bereit, diesen Aufhebungsvertrag zu prüfen, ob er überhaupt wirksam ist, beziehungsweise ob man ihn rückgängig machen kann. Sagen Sie mal, haben Sie mitbekommen, wer Sie da fotografiert hat? Na endlich, da ist er. War das der Typ? Ja, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Jedenfalls kennt er Sie und wahrscheinlich Ihr ganzes Leben in allen Details. Ich habe ihn gesehen, wie er Ihnen vom Firmengelände aus bis nach Hause gefolgt ist. So ein verdammtes Schwein! Keine Sorge, Frau Bieler, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Kommen Sie! Wie dumm von Proske, hier in der Firma aufzukreuzen. Also hier sollte der sich ja nun wirklich nicht blicken lassen. Aber vielleicht hat er einen neuen Auftrag. Naja, mein Fall scheint ja scheinbar abgeschlossen zu sein. Der scheint nach einem Auto zu suchen. Hey, das ist ja mein Auto. Warum steht das denn noch hier?
Ja, wissen Sie, als der Bachmeier mich rausgeschmissen hat, war ich ziemlich fertig und dann hat mein Freund mich abgeholt. Er scheint aber doch noch nicht fertig mit Ihnen zu sein. Der Herr Proske, der sucht irgendwas in Ihrem Auto. Halt! Hier. Sie rufen jetzt diese Nummer hier an. Da meldet sich Kommissar Niebler. Der soll sofort eine Streife schicken. Was machen Sie denn im Auto von Frau Bieler? Sie schon wieder. Langsam gehen Sie mir auf den Zeiger. Tut mir leid, wenn ich Sie bei der Arbeit störe. Ich sitze gerne mal in anderen Autos. Einfach so. Ist quasi ein Hobby von mir. Mehr können Sie mir nicht beweisen. Moment mal. So ein Ding hier, das haben Sie doch auch im Wohnzimmer der Familie Weidner versteckt. Das ist nicht von mir. Das war schon hier. Klar. Und Sie sitzen hier auch nur rein zufällig. Hören Sie doch auf, Herr Proske. Ich weiß, wer Sie hierfür bezahlt. Ich will es nur gern von Ihnen hören. Das können Sie vergessen. Lassen Sie mich in Ruhe. Verflucht. Nochmal, ich kenne keinen Ingo Bachmeier. Ich wurde auch zu nichts beauftragt. Kann ich jetzt gehen? Nein, können Sie nicht. Hören Sie mal, ich weiß doch, wie das läuft. Ich habe selber mal zu dem Verein hier gehört. Bis Sie vor 4 Jahren wegen Unterschlagung suspendiert wurden. Na sehen Sie, dann sind wir quasi Ex-Kollegen. Sie können mir nichts anhängen. Gut, ich hätte mich nicht in das Auto setzen dürfen. Das war ein Riesenfehler. Wenn Sie wollen, kann ich mich auch bei der Eigentümerin des Wagens entschuldigen. Und das hier? Damit habe ich nichts zu tun. Hallo, wer ist da? Hallo, ich bin's. Glaubst du immer noch, dass ich mich heimlich mit anderen Männern treffe und dass wir beobachtet und abgehört werden? Deine Anwältin hat mich angerufen. Sie sagte, dass das Foto eine Fälschung ist. Da sah wohl euer Treffen leidenschaftlicher aus, als es war. Frau Dahmann sagte mir auch, dass der Typ, der uns das angetan hat, bereits bei der Polizei sitzt. Hey, woher haben Sie mein Tablet? Ja, das ist ein wichtiges Beweisstück in einem aktuellen Ermittlungsverfahren. Darauf haben wir alle Audiodateien aus dem Haus Lara Weidner sichergestellt. Wollen Sie jetzt weiter bei Ihrer Geschichte bleiben? Oder sagen Sie mir vielleicht endlich die Wahrheit? Wer hat Sie zu diesen Lauschaktionen und zum Haus Friedensbruch angestiftet? Nein? Dann muss ich wohl davon ausgehen, dass das alles auf Ihren Mist gewachsen ist. Dann müssen Sie aber auch die alleinige Verantwortung für die Straftaten tragen. Erst ging es nur darum, ob jemand blau macht. Ich sollte alle Leute beobachten, die sich krank gemeldet haben. Und auf einmal wollte der alles wissen. Ob jemand Schulden hat, ob jemand fremd geht. Er wollte alles wissen. Und wer ist er? Ingo Bachmeier. Dann hat also Herr Bachmeier Sie beauftragt, Frau Weidner auszuspionieren? Der wollte seinen Schwager in die Firma bringen. Unbedingt. Dazu musste er aber jemand anders feuern. Ich sollte irgendwas finden, was er Lara Weidner oder der Kollegin anhängen kann. Und haben Sie dann auch etwas gefunden? Nichts. Bis sie sich mit diesem Freund getroffen hat, diesem Rolf Peters. Und dann hatte Bachmeier die Idee mit der Verwendung fremder Geheimnisse. Durch die Homeoffice-Vereinbarung wusste er ja, dass sie geheime Firmendokumente zu Hause hat. Aber das war alles Bachmeiers Idee. Ich habe nur getan, was der mir gesagt hat. Mann, Schatz. Ich hätte dir glauben müssen und dich nicht alleine lassen dürfen. Es tut mir so leid. Mann, verzeih mir doch bitte. Schwamm drüber.
Nicht du hast das eingefädelt, sondern Ingo Bachmeier. Ich hoffe, er bekommt dafür seine Quittung. Ich will jede Korrespondenz und einzelne Mail CC haben. Und wenn Kalkulationen rausgehen, muss ich die vorher checken. Geht klar. Guten Tag zusammen. Jetzt reicht's mir aber langsam. Frau Weidner ist gefeuert und Frau Bieler auch. Basta, da gibt's nichts mehr zu besprechen. Oh, das glaube ich aber doch. Raus, wer hat sie eigentlich auf das Firmengelände gelassen? Das war ich. Oh, Herr Dr. Courtois, ich habe heute gar nicht mit Ihrem Besuch gerechnet. Gewisse Umstände zwingen mich, vorbeizuschauen. Sagen Sie mal, was läuft hier eigentlich? Wir haben einen neuen Mitarbeiter, Herrn Kohler. Das ist der Eigentümer der Firma, Herr Dr. Courtois. Und was ist mit Frau Weidner und Frau Bieler? Warum wurden die beiden entlassen? Ich wollte keine öffentlichen Aufträge an die Konkurrenz verlieren. Öffentliche Aufträge? Hat unsere Firma vor allen Dingen dank des Einsatzes von Frau Weidner überhaupt erst bekommen? Und dann wäre noch was. Ich habe heute ein Gespräch mit der Polizei geführt. Dort hat ein gewisser Hanno Proske ausgesagt. Sie hätten ihn beauftragt, Mitarbeiter auszuspionieren. Stimmt das? Herr Bachmeier, ich kann Sie hier nicht mehr gebrauchen. Sie sind freigestellt. Sagen Sie Frau Weidner doch bitte, ich würde mich sehr freuen, wenn sie ab Montag wieder im Büro erscheint. Wir brauchen sie dringend. Das werde ich ihr gerne ausrichten. Und wie wollen Sie mit Frau Bieler verfahren? Genauso. Ich rufe Sie gleich selbst an. Gut, dann alles Gute für Ihr Unternehmen. Ich danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und jetzt zu Ihnen. Hanno Proske wird sich vor Gericht wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes verantworten müssen. Da er bereits vorbestraft ist, kann er auch nicht mit einer Milde rechnen. Wenn er Glück hat, wird das Gericht die Freiheitsstrafe von höchstens 2 Jahren noch mal zur Bewährung aussetzen. Auch Ingo Bachmeier wird sich vor Gericht verantworten müssen, da er Hanno Proske zu diversen Straftaten angestiftet hat. Außerdem droht ihm ein Verfahren wegen Nötigung. Solche Verfahren enden häufig mit hohen Geldstrafen. Letztlich ist es nicht gelungen, die Familie Weidner auseinanderzubringen. Und das ist für mich die Hauptsache.